Die Meldung kam am 15. August, kurz nach 12 Uhr mittags. Notfall, Tür verschlossen. Polizeibeamte riefen die Feuerwehr zu einem Hochhaus am Striepenweg 40 im tristen Hamburger Vorort Neuwiedental. Alles sah nach einem Routineeinsatz aus. Doch was die Beamten wenig später hinter der Tür des Apartments Nummer 7 im 16. Stock entdeckten, waren die Folgen eines jahrzehntelangen menschlichen Ausnahmezustands. Den bereits verwesten Leichnam der Mieterin Marianne Wodroffe fanden sie erst, nachdem sie sich einen Weg gebahnt hatten durch die völlig verwahrloste Wohnung. Auf knapp 40 Quadratmetern hatte die Frau über Jahrzehnte den chaotischen Teil eines bizarren Doppellebens geführt. Zwischen Abfall, Altpapier und teilweise noch nie getragenen Kleidern. Feuerwehrleute entdeckten nun, was sie zu verheimlichen suchte. Wir haben unser Türöffnungswerkzeug mitgenommen. Ich habe dann an der Tür gerochen. Und wenn man einmal diesen Leichengeruch in der Nase hatte, dann vergisst man das auch nicht. Und man weiß in etwa, was einen erwartet, wenn man so eine Tür öffnet. Wir haben die Tür dann mit einem Ziehfix geöffnet, das heißt den Zylinder gezogen und bin dann mit PA, mit Pressluftatmer in die Wohnung gegangen und habe dort die Frau leblos vorgefunden. Sie war bereits 9 Monate alt und bestand eigentlich nur noch aus Haut und Knochen. Gestorben war die Frau bereits irgendwann im Winter des vergangenen Jahres. Eine Obduktion war nicht mehr möglich. Offizielle Todesursache: Alkoholmissbrauch. Fast ein Jahr lang lag der Leichnam im Schlafzimmer der kleinen Wohnung Nummer 7, von den meisten Nachbarn offenbar unbemerkt. Erst als der Verwesungsgeruch überdeutlich wurde, regte sich kurzfristig Interesse. Wie konnte ich, dass Sie gar nichts gemerkt haben? Haben Sie sie nicht vermisst? Ich hab's gemerkt. Ich habe auch Alarm gemacht. Nur da hat man sich nicht drum gekümmert. Wo haben Sie Alarm gemacht? Beim Hausmeister. Und was hat er gesagt? Wir werden uns drum kümmern. Ich sag, wir vermissen die Frau und das riecht jetzt hier so schon allmählich. Niemand weiß, wie das Leben der Marianne Wodroffe endete. War es ein schneller Tod oder siechte sie langsam dahin? Ist sie schließlich nach Tagen oder Wochen verhungert oder verdurstet? Sicher ist, keiner hat das zwanghafte Chaos im 16. Stock auch nur erahnt. Denn mindestens einmal pro Woche kaufte die Frau in einer nahegelegenen Boutique ein neues Kleidungsstück. Die Besitzerin rief schließlich die Polizei, nachdem ihre beste Kundin über Monate wegblieb. Eine ganz sympathische, eine ausgesprochen gutbürgerliche Frau, gepflegte Frau, intelligente Frau. Eine Kundin über Jahre, viele Gespräche haben wir gehabt miteinander. Sie ist hier auch eben bekannt in der Siedlung bei allen Geschäftsleuten eigentlich. Auch an ihrem Arbeitsplatz bei der AOK galt Marianne Wodroffe als eine besonders gepflegte Erscheinung. Die systematische Verwüstung ihrer Wohnung kompensierte die Sachbearbeiterin bis zu ihrer Pensionierung vor anderthalb Jahren offenbar mit einem geradezu krankhaft zur Schau gestellten Sauberkeitswahn außerhalb der eigenen vier Wände. Ja, das war Ihr Arbeitsplatz zuletzt. Die letzten 2 Jahre. Wenn sie einen neuen Schreibtisch kriegte, dann hat sie den erstmal alles raus, was drin war. Ja. Als erstes eine Schüssel besorgt. Und Lappen geholt und irgend so ein Spüli und hat das da sauber gemacht. Wirklich, aber nicht so mal eben, wie ich das machen würde, sondern richtig ordentlich und sich richtig das eingerichtet und so das. Vom EDV, von der Eingabe, die Tastatur, die hat sie also wirklich einzeln die Tasten rausgenommen und hat jede einzeln sauber gemacht. Also das Stück sah danach auch aus wie neu. Sie ist einmal die Woche zum Friseur gegangen. Sie war jeden Tag zurecht gemacht und wirklich schick angezogen. Und also absolut hat sich nie gehen lassen. Marianne Wodroffe wird am 29. Februar 1932 in Hamburg-Wilhelmsburg geboren. Sie ist erst 3 Jahre alt, als ihre Eltern sich scheiden lassen. Zu Kriegsbeginn ist sie gerade 7. Der neue Ehemann der Mutter adoptiert das Mädchen. Mariannes Elternhaus gilt als gut bürgerlich. Doch das Verhältnis zu ihrem Stiefvater ist von Anfang an gespannt. Auch nach dem Tod der Mutter verbietet er ihr jeglichen Kontakt zum leiblichen Vater und zu den beiden Halbschwestern. Und Marianne hält sich an das Verbot. Erst Jahrzehnte später wird sie es durchbrechen. Der Vater ist ein Diktator gewesen. Sie lebte wohl gut, finanziell guten Verhältnissen, aber es gab keinen Rundherum. Es gab eben nur ihren Stiefvater. Es gab keine Geburtstagsfeiern, sie durfte keine Freundin nach Hause bringen, so erzählte sie uns das.
Da hat er eigentlich alles, jeglichen Kontakt mit anderen untersagt. Ja, ja. Sie durfte zur Schule gehen, aber ich glaube, sie durfte nicht mal verreisen und Fahrten mitmachen. Also es wurde ihr eigentlich jeglicher Kontakt nach außen untersagt. Ihrer Umwelt gegenüber lässt sich Marianne nichts anmerken. Sie gilt als lebenslustige junge Frau. Obwohl sie bereits als Angestellte Geld verdient, lebt sie noch immer zu Hause bei dem ungeliebten Stiefvater. Sie ist schon Mitte 30, als es dann zum endgültigen Bruch kommt. Der Vater hat sich mit ihrer Schulfreundin zusammengetan. Und das hat sie nicht mehr überwinden können. Da hat sie sich dann eine Wohnung genommen, ist ausgezogen und auch den Kontakt abgebrochen. 1968 zieht sie in das Hochhaus am Striepenweg, nur ein paar Minuten vom Elternhaus entfernt. Ihre erste eigene Wohnung. Gegenüber Freunden und Bekannten schwärmt sie von der großartigen Aussicht im 16. Stock. Doch vermutlich hat außer ihr niemand das Apartment 7 je betreten. Schon bald nach ihrem Einzug muss die Frau begonnen haben, Gegenstände zu sammeln, die andere als Abfall aussortieren. Nachdem sie sich von ihrem Stiefvater gelöst hat, mag sie sich jetzt von nichts mehr trennen. Langsam wachsen die Müllberge Meter hoch. Und Marianne Wodroffe macht sich unerreichbar. Niemandem öffnet sie die Tür, Post wird nicht beantwortet, nicht einmal einen Telefonanschluss lässt sie sich legen. Niemand soll sehen, wie es hier aussieht. Haben Sie mal mitbekommen, dass sie Besuch bekommen hat? Überhaupt nicht. Was hat sie denn abends so gemacht? Weiß ich nicht. Haben Sie sie mal gehört beim Fernsehen? Gar nichts. Wie gesagt, ich habe sie nur ein paar Mal, oder man hat sich mal beim Einkaufen getroffen oder ist mal zusammen Fahrstuhl hier hochgefahren. Aber was abends, also Besuch, also das kriegt man ja mit, wenn hier mal Besuch ist oder jemand da, aber bei ihr nie. Das kann ich sagen, da ging nie die Tür auf. Zwei ernsthafte Beziehungen zu Männern gab es in Marianne Wodroffes Leben. Ein Verlobter aus gemeinsamen Jugendjahren, so erzählt sie einer Bekannten, sei bei einem Unfall ums Leben gekommen. Erst Ende der 70er Jahre verliebt sich die Frau dann noch einmal. Doch auch ihren Freund lässt sie nicht in die Wohnung, der Mann mietet schließlich ein Zimmer. Zu der damaligen Zeit, als wir den Kontakt aufgenommen haben, hat sie einen Freund gehabt, der aber in Hannover wohnte. Dort ist sie auch oft hingefahren, sie hat dort wohl auch eine Wohnung gehabt. Ich bekam auch eine Telefonnummer zu der Wohnung, habe sie dort auch zweimal gesprochen, aber es wurde geheim gehalten, die sollte kein anderer haben. Ich habe sogar die Telefonnummer von meiner Familie immer ein bisschen versteckt gehabt. Doch unter dieser Nummer ist sie schon bald nicht mehr zu erreichen. Man sieht sich noch einmal bei einem Krankenhausbesuch, dann bricht Marianne Wodroffe auch den Kontakt zu den Halbschwestern wieder ab. Noch immer ahnen die Kollegen der AOK nichts vom abgründigen Chaos im Leben der alleinstehenden Frau. Doch die Arbeit bei der Krankenkasse ist Marianne Wodroffes letzter Halt auf dem Weg in die totale Isolation. Dann aber wird sie gedrängt, vorzeitig in Rente zu gehen. Sie lehnt zunächst entschieden ab, willigt aber schließlich zum Jahresende 1995 doch in ihre Pensionierung ein. Sie hat uns das immer wieder geschildert und das hat sie hier mehreren gesagt, dass es sie sehr viel Kraft gekostet hat. Sie hat manchmal auch geweint. Sie hat wirklich um diesen Platz gekämpft. Sie wollte weiter arbeiten. Wir haben das damals wirklich so ein bisschen in dieser finanziellen Richtung gesehen. Und jetzt im Nachhinein müssen wir sagen, es war einfach der Kampf um diese Gemeinschaft mit Menschen, diese Arbeit, die sie wertvoll machte. Sie wurde gebraucht und sie hatte ein Ziel und ihr Tag war ausgefüllt. Als Marianne Wodroffe dann 63-jährig in Rente geht, wachsen in ihrem Apartment im 16. Stock vermutlich die letzten Schneisen zu. Der Müll breitet sich hüfthoch in der ganzen Wohnung aus. Ehemalige Kollegen wollen sie besuchen, sehen Licht hinter ihrem Fenster. Doch Marianne Wodroffe öffnet nicht. Das letzte Jahr ihres Lebens hat begonnen. Zu Weihnachten hatten die Kollegen ihr, die inzwischen von allen liebevoll Woody genannt wurde, noch ein kleines Präsent geschickt und ein paar Zeilen dazu. Die liebste Woody von allen, hieß es da, bekommt etwas zu Weihnachten. Sie hat es verdient. Eine Antwort bekam sie nie. Wahrscheinlich hatte Marianne Wodroffe ihre Einsamkeit da längst in Alkohol ertränkt.
Als man jetzt ihre Wohnung räumte, fand man unter anderem 1200 leere Wein- und Bierflaschen, 500 Paar gebrauchte und unbenutzte Strumpfhosen, 400 Kleider und Röcke, zum Teil neu, schätzungsweise 10.000 gebrauchte Papiertaschentücher, 350 Flaschen Parfum, teilweise noch gefüllt, und etwa 3.000 alte Zeitungen. Für mich ist das unvorstellbar, dass man so viel Tempo und Küchenrolle und was alles, das ist ja alles durcheinander. Ne? Und für wie alt halten Sie den ganzen Müll? So mindestens, also, was man aus den Zeitungen sehen kann, 20, 25 Jahre alt. Zeitung von 79 habe ich hier schon gesehen, also. Man guckt sich ja nicht jedes einzelne Stück an. Flaschen und Dosen haben Sie gefunden? Ich höre 1000, würde ich sagen. Also, das ist wenig gerechnet. Sie sehen ja, was da noch an Masse liegt. Und unter jedem Berg sind wieder Dosen. Und während man noch die verdinglichten Spuren ihres 64-jährigen Lebens auf den Müll brachte, wurde Marianne Wodroffe auf dem Heidefriedhof von Hamburg-Neuwiedental beigesetzt. Ihr Tod war längst vor dem Tod gekommen. Zur Trauerfeier sind nur ein paar Nachbarn erschienen, die sie nicht kannten. Zwei Verkäuferinnen und ein Pastor, der nicht einmal ihren Namen weiß. Gottes Gnade sei mit uns allen. Nachdem es Gott, dem Herrn, über Leben und Tod gefallen hat, unsere Schwester Marianne Wodroffe im Alter von 64 Jahren heimzurufen in die Ewigkeit, geben wir ihren Leib dahin, das vergehe, was vergänglich ist. Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub.